Wir arbeiten mit Lupinen, weil sie besonders eiweißreiche Früchte haben. Ähnlich wie Ackerbohnen und Erbsen, aber deutlich eiweißreicher. Also sie erreichen fast die Sojabohne im Proteingehalt. Wir finden, die Lupine ist ökologisch auch eine wirklich spannende Kultur mit dieser auffälligen großen Blüte. Besonders die weiße Lupine blüht auch sehr lang. Das heißt, dass die Insekten in einer Zeit, wo sonst eigentlich auf den Feldern fast nichts blüht, wirklich hier was vorfinden. Andererseits ist sie natürlich für den Boden ganz wichtig. Sie hat eine kräftige Pfahlwurzel und bildet in ihren Wurzeln mit den Knöllchenbakterien diese Symbiose, die den Stickstoff fixiert. Man kann also proteinreiche Samen produzieren ohne Stickstoffdüngung. Der Markt möchte unbedingt Lupinen, die Futtermühlen verlangen Lupinen. Und man muss auch immer noch dazu sagen, das ganze Bereich der menschlichen Ernährung, da ist noch ganz viel am Entwickeln. Es ist eine eiweißreiche, stärkearme Frucht und enthält alle essentiellen Aminosäuren und wird deswegen zum Beispiel von Veganern sehr geschätzt. Es gibt hier für unsere Verhältnisse vor allem zwei Arten. Das eine ist die schmalblättrige Lupine. Sie hat feine Blätter und wird gemeinhin blaue Lupine genannt, weil es eben Sorten gibt, die wunderschön blaue Blüten haben, so wie diese. Aber es gibt auch weißblühende Sorten und die sind zurzeit auch in der Überzahl. Die weiße Lupine hat sehr viel breitere Blätter, hat eine gröbere Pflanzengestalt und hat auch ein höheres Ertragsniveau. Wir haben zunächst mit der blauen Lupine angefangen, weil die eine bessere Resistenz hat gegen eine wichtige Pilzkrankheit, die sogenannte Anthracnose oder Brennfleckenkrankheit. Die weiße Lupine kann da so stark befallen werden, dass man 100% Ertragsausfall hat. Seit die Anthracnose aufgetreten ist, das war so ungefähr 1995, ist der Anbau der weißen Lupine rapide zurückgegangen. Wir arbeiten eben an einem Projekt zur Resistenzzüchtung für diese weiße Lupine, weil sie vom Ertragspotenzial her die interessantere ist und sie auch besser zu den schwereren Böden in der Schweiz passt. Wir haben hier die Sorte Amiga, das war bisher die Hauptsorte bei der weißen Lupine. Und bis die Anthracnose gekommen ist, war sie weltweit auch die beste Sorte. Sie ist sehr frühreif, standfest, ertragreich und hat auch einen sehr guten Geschmack. Leider ist sie jetzt dieses Jahr das letzte Jahr im Saatguthandel. Sie wird jetzt nicht mehr weiter vermehrt, weil sie zu anfällig auf diese Krankheit Anthracnose ist. Und hier haben wir eine neue Sorte aus Deutschland, die heißt Frida. Die soll jetzt resistenter sein gegen die Anthracnose und die ist jetzt 2019 das erste Jahr zugelassen. Wir sind sehr gespannt, ob sie wirklich das Versprechen hält und tatsächlich resistenter gegen die Anthracnose ist. Wenn das der Fall wäre, würde das einen riesigen Aufschwung für den Anbau der weißen Lupine bedeuten. Dann möchte ich noch auf eine dritte Sorte aufmerksam machen. Das ist auch eine neue Sorte, die kommt aus Frankreich. Die Sorte heißt Sulimo. Und die hat eigentlich auch in unseren Versuchen immer sehr gute Ergebnisse gebracht, obwohl sie keine ausgelobte Resistenz gegen die Anthracnose besitzt. Also wir haben jetzt die Lupinen geerntet und wir sind tatsächlich sehr zufrieden mit den beiden neuen Sorten, Sulimo und Frida. Wir hatten ja sehr starken Anthracnosebefall noch im Juli, so dass wir an dem schlechteren Standort in Rümikon nur 13 Dezitonnen pro Hektar ernten konnten. Aber die neuen Sorten Sulimo und Frida, die haben also 20 Dezitonnen Ertrag gegeben, deutlich mehr. Und am besseren Standort Feldbach waren es 16 Dezitonnen bei den alten Sorten und 28 bei den neuen. Das ist dann für Lupinen schon ein richtig schöner Ertrag, da sind wir sehr zufrieden. Der Run auf diese neuen Sorten ist jetzt auch schon sehr hoch, so dass man jetzt schon gucken muss, dass das Saatgut auch bedarfsgerecht produziert wird. Und wer Interesse hat, vielleicht 2021 auch weiße Lupinen anzubauen, der kann sich gerne bei mir melden, dann kann ich das koordinieren.